Ich bin heute hier in einem Wald unterwegs, im Allgäu. Ich habe mich hier mit einem anderen Sonnler getroffen. Der sonnelt gerade da hinten schon. Auf jeden Fall sonnelt der wohl hier öfters. Und ich bin gespannt, was wir hier finden. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal was gefunden. Das wollte ich euch mal zeigen. Sieht aus wie ein Puppenkopf, aber irgendwie wurde der auch ein bisschen hart misshandelt. Ja, im Allgäu war überhaupt nichts gewesen. Wir sind da wieder abgehauen nach ein paar Stunden und wir haben da, also ich habe da eine Hülse gefunden und ein Hufeisen und das war's. Und jetzt bin ich hier quasi am Fluss. Wieder, nur auf der anderen Seite. Und ganz leicht ist es am Regnen. Also hier ist irgendwie so ein kleines Waldstück dran, was nicht beforstwirtschaftet wird. Und dementsprechend hoffe ich, dass wenn hier noch irgendwie was liegt, dass ich das finde. Das ist der sogenannte Drecksfluss. Nur jetzt mal ein bisschen an einem anderen Abschnitt. Ist echt schön hier, die saubere Luft. Ist leider schon etwas spät, schon nach 16 Uhr, wird bald dunkel und es regnet, wie gesagt, ganz leicht. Aber trotzdem erhoffe ich mir doch, hier was zu finden. Im Sommer hätte ich ja schon mal Lust, hier wieder mit einem wasserdichten Detektor zu sondeln. Aber ist ja alles verschrottet. Ich glaube, da braucht man ja keinen Detektor. Hat man ja gesehen in den Flussvideo, wie dreckig das war. Naja. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit filmen. Ich werde die Kamera anmachen, wenn wir was finden sollten. Wie schön dieser Regen ist. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt was. Und das ist irgendeine kleine Silbermünze oder sowas. Auf jeden Fall ziemlich alt. Sieht ziemlich alt aus. Bin jetzt nicht lange unterwegs. Seit ich die Aufnahme am Fluss gemacht habe, sind vielleicht höchstens 10 Minuten vergangen. Und dieses Signal kam ziemlich schwach rein. Auf jeden Fall Silber. Sehe ich schon an der Verfärbung. Und da habe ich doch dieses Waldstück richtig eingeschätzt, dass hier der Boden noch alt ist und unberührt. Oh. Die nächste Aufnahme werde ich dann wahrscheinlich mit der Taschenlampe bzw. mit der Kopflampe machen. Ja, gut. Ich mache mal ein Foto davon. Aber jetzt wirklich was erkennen und was das für eine Münze ist, kann ich euch sicherlich jetzt noch nicht sagen. Erst später. Auf jeden Fall freue ich mich, hat sich schon gelohnt, jetzt hier in dieses Waldstück zu gehen. Ich habe heute mal das Glück, kurz vor Neujahr eine Münze zu finden. Das ist ein Knopf. Nein. Natürlich. Es soll eine Münze sein. Warte mal, ich gebe dir eine Bürste. Die habe ich aber nicht drauf gekriegt mit meinem Detektor. Nee, guck mal, die hat so eine goldene Verfärbung. Das ist ein Knopf. Das ist ein Knopf. Schade. Da ist was drauf. Das sehen wir dann in der Fundzusammenfassung. Das ist jetzt ca. 23 Uhr.
Der Fluss war zwar schön, aber wir haben dann doch beschlossen, noch mal woanders hinzugehen. Und wir sind jetzt auf so einer Liegewiese an einem See. Und hier sind nur ein paar schöne, coole Funde jetzt gekommen. Unter anderem dieser Heiligenanhänger. Der wird wohl nicht echt golden sein. Wohl eher nur so vergoldet oder so. Der ist total leicht. Wie Alu. Also, ja, mal gucken. Kann man jetzt nicht sagen, muss ich zu Hause mal gucken. Ich konnte jetzt keinen Stempel oder sowas sehen. Ein paar Euros sind auch schon rumgekommen. Mal sehen, was noch kommt. Ja, plötzlich ist alles zu Ende und wir sind hier schon in der Fundzusammenfassung. Ihr werdet euch sicherlich fragen, warum. Kann ich euch ganz einfach erklären. Ich konnte nicht mehr filmen. Die Kamera hat immer SD-Card-Error angezeigt und ich konnte die Kamera nicht mehr zum Laufen bringen. Später konnte man die SD-Karte nicht mehr rauskriegen. Ich musste die ganze Kamera zerlegen in Einzelteile. Ich habe quasi die Kamera komplett einmal zerlegt, bis ich dann die SD-Karte wieder draußen hatte. Und da war der SD-Karten-Slot irgendwie verschmutzt und das hat nicht mehr funktioniert. Ich habe die Kamera dann von innen so gereinigt und alles und jetzt funktioniert wieder alles. Aber ich konnte keine Aufnahmen mehr machen am See. Was ihr hier seht, ist die Ausbeute von dreimal Sondeln an dem See, inklusive das, was ihr gerade im Video gesehen habt, mit dem Fluss und im Allgäu. Aber im Allgäu habe ich ja nichts gefunden. Ja, und dann war ich nochmal in einem anderen Wald gewesen. Da habe ich aber nur ganz kurz gesondelt und da habe ich das gefunden. Ich komme erstmal ganz schnell zu dem Geld. Beim ersten Ausflug habe ich um die 30 Euro gefunden, beim zweiten Mal auch nochmal um die 30 und beim dritten Mal nochmal um die 20. Und insgesamt sind es ungefähr 82,35 Euro oder irgendwie so. Ich habe es, weiß es nicht mehr genau, wie viel es jetzt war und ich habe jetzt auch keine Lust, das nochmal nachzuzählen. Ich werde euch jetzt noch schnell alle anderen Funde zeigen im Detail und dann könnt ihr sehen, was da noch bei rumgekommen ist. Unter anderem nehme ich auch Gold. So, ich fange einfach mal ganz schnell an mit diesem schönen goldenen Anhänger. Wie man sieht, ist das wieder ein Heiligenanhänger. Auf der Rückseite steht auch irgendwas drauf. Man sieht, dass er vergoldet ist, wahrscheinlich nur, weil dort ja schon so ein bisschen das Gold ab ist. Kann dort erkennen 2007 und ein Name. Und ja, ich finde, sieht sehr cool aus. Sehr schöner Fund. Dann dieses Porsche-Teil hier. Das ist wohl so ein kühler Grillteil. Kann man darauf schieben. Da gibt es ganz verschiedene von. Dann diesen Anstecker hier. BFB 1893. Diesen schönen Anhänger hier. Das ist auch einer aus echtem Silber. Ich denke mal, da steht 925 drin. Ganz schön viele Ringe habe ich gefunden. Das ist hier ein echter Silberring. Da drinnen kann man auch wieder den Stempel sehen. Ist auch 925er Silber. Dann habe ich noch diesen Ring gefunden. Das ist aber nur Modeschmuck. Da gehört diese Platte hier mit dran. Das ist irgendwie lag das so zertreten im Boden drin. Da ist natürlich kein Stempel drin, ist einfach nur Modeschmuck. Dann dieses glitzernde Kügelchen, auch Modeschmuck. Und dann hier eine Fußkette. Eine Modeschmuck-Fußkette mit Glitzersteinen drin. Und das ist die allererste Kette, die ich jemals gefunden habe beim Sondeln. Ich habe noch nie eine Halskette oder eine Fußkette vorher gefunden. Die habe ich so gut drin gekriegt, weil die halt auch so groß ist. Und ich habe tatsächlich an diesem Tag oder an diesem Abend, an diesem einen Abend von den dreien, habe ich tatsächlich drei Ketten gefunden. Diese eine Fußkette und noch zwei Halsketten und eine davon in Gold. Und ich habe jahrelang keine Kette gefunden, also noch nie vorher. Und an diesem einen Abend finde ich einfach mal drei Stück. Eine davon ist diese hier. Leider auch Modeschmuck nur. So eine kleine Silberkette. Oder ja, nicht wirklich Silber. Mit diesem Herz. Und durch
das Herz habe ich die Kette hier drin bekommen. Und jetzt kommen wir nämlich mal zur Goldkette. Das ist die Goldkette und da steht drauf 18K. Und nach meiner Recherche im Internet ist das 750er Gold. Versuche ich mal den Stempel zu zeigen. Das Schöne an der Kette ist auch einfach, die ist komplett vollständig noch. Die ist nicht gerissen oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Aber es ist definitiv 18K steht drauf. 750er Gold. Und die Kette habe ich einfach nur ganz schwach drauf gehabt. Einfach nur so ganz leichtes Piepsen, aber die war da. Ein richtig schöner Fund, da habe ich mich richtig gefreut. Meine allererste Goldkette. Dann diese Teil hier, was einfach nur ein Modeschmuckkreuz ist. Da steht ja nichts drauf. Kein Stempel oder irgendwas. Meistens haben die Teile dann so ein schwarzes Lederband hier oben dran. Naja, nichts Besonderes, aber ja, Modeschmuck halt. Ein Schlüssel, vermutlich von einem Fahrradschloss. Ja, und dann diverse kleine Schmuckteile hier, so ein Sternchen, was ist das für ein Vieh? Irgendein Käfer, Marienkäfer soll das, glaube ich, sein. Und ein Bär, der glitzert noch richtig. Könnte auch ein echter Diamant da drin sein. Könnte definitiv nichts Echtes sein. Glitzert zwar sehr schön, aber da sehe ich Kratzer und Abschabungen. Ja, auch alles nur Modeschmuck. Und das war der allererste Ring, den ich an dem Abend gefunden habe. Und da ging auch das Dilemma mit der Kamera los. Ich wollte den Ring filmen und dann ging gar nichts mehr. Da hat mich geärgert, dass ich euch leider keine Aufnahmen von dem Ausflug dann mehr zeigen konnte. Was steht da denn drin? Steht einfach nur ein G drin. Aber das ist auch ein Modeschmuckring. Auch nichts Besonderes. Dann haben wir diesen schönen Ring hier. Ja, bei dem Ring dachte ich, jetzt ist es soweit, ich habe einen Goldring. War noch ein bisschen schmutzig und wurde den aber dann ein bisschen sauber gemacht. Da habe ich gesehen, schade, nee, das ist ja doch nichts. Nur Modeschmuck wieder. Aber wie ich finde, sieht der irgendwie cool aus. Dieses Ding. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es in die Kommentare. Eine Musketenkugel habe ich am Rand, also wirklich am Rand vom See gefunden. In einem Schotter drin, so ein bisschen, im Kies. Also doch schon ein etwas älterer See. Also ich denke zumindest, dass es eine Musketenkugel ist, wie es aussieht. Und wir kommen auch gleich noch zu dieser sehr coolen Münze. Aber ich will euch erstmal noch schnell die restlichen Schmucksachen zeigen. Dann diesen Heiligenanhänger, der ist aber extrem leicht. Den habe ich auch im Internet gefunden. Der kostet, glaube ich, 1 Euro oder so. Also das ist wirklich nichts Wertvolles. Also zumindest nicht teuer und ich weiß auch ja nicht, ob der in echt vergoldet ist oder was das für eine Vergoldung ist. Das könnte auch einfach irgendeine Goldfarbe sein. Zumindest was der Preis im Internet angeht, bei dem 1 Euro oder 2,40 Euro oder was der kostet, kann ich mir das schwer vorstellen, dass der vergoldet ist. Mit echtem Gold. Ich möchte aber euch noch das hier zeigen. Ich habe nämlich so einen silbernen Anhänger gefunden und das ist ja exakt der gleiche. Der ist nur ein bisschen kleiner. Ein bisschen schwerer und laut Internet noch billiger. 80 Cent oder so. Aber den silbernen habe ich jetzt nicht dort an dem Tag gefunden, sondern der stammt aus einem anderen Sondelausflug. Aber den wollte ich euch trotzdem mal kurz zeigen. Ja, wenn man die Rückseite betrachtet, ist es auch genau gleich. Wobei nicht ganz gleich, aber fast gleich. Vier Ringe habe ich noch, die ich euch zeigen will. Einmal diesen coolen Ring, Modeschmuck, aber man kann ihn so drehen, aus Stahl oder so. Und bei dem Ring habe ich mich gewundert, wo ich den gefunden habe. Also der ist total clean erstmal, der passt über keinen meiner Finger. Der ist einfach viel zu clean. Den Ring habe ich an der Stelle gefunden, am letzten Tag. Übrigens, die Goldkette habe ich auch am letzten Tag gefunden, kurz bevor wir abgehauen sind. Das war so wie, ja, die Krönung des Sondelausfluges an dem See dort.
ganz am Ende nochmal die Goldkette. Und an dem Tag, an dem letzten Tag, habe ich auch diesen Ring gefunden, und zwar an der Stelle, über die ich eigentlich schon zigmal drüber gesondelt habe. Mann. Und da beweist sich wieder, dass nichts abgesondelt ist. Man findet immer wieder was. Entweder hat ihn direkt einer verloren oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein sehr cooler Ring. Dann habe ich diesen Ring noch gefunden. Moment mal eben, ich muss mal ans Handy gehen. Das ist ja schon wieder anstrengend hier. Was ist denn los? Hallo? So. Dann habe ich noch diesen Ring hier gefunden. Und diesen Ring, den habe ich exakt schon mal gefunden. Da war ich mal mit einem Preußensondler unterwegs. Aber da haben wir jetzt keinen richtigen Film gedreht. Und exakt den gleichen Ring, wie gesagt, habe ich gefunden. Er hat hier diese Bruchstelle. Und wirklich, also wirklich diesen gleichen Ring mit einer gleichen Bruchstelle. Habe ich jetzt zweimal. Ich suche den jetzt mal raus. Da ist er, dieser Ring. Hier sieht man die Bruchstelle. Und das ist eigentlich, ja, ich würde sagen, das ist der gleiche Ring, oder? Ja. Also, vielleicht nicht ganz gleich, aber... sehr stark ähnlich, ne? Der ist auch ein bisschen größer, der andere. Oder? Nee, die sind sogar... naja, fast gleich groß. Aber haben beide eben diesen Bruch. Und das schon, da war ich sehr erstaunt, dass ich exakt nochmal so einen gleichen Ring finde mit auch so einem Bruch. Anscheinend sind diese Ringe immer gebrochen und dann haben die Leute die verloren. Naja. So, noch zwei Ringe, die ich euch zeigen kann. Dieser hier, der vorletzte Ring. Leider nur Modeschmuck und auch total verbogen. Nichts Besonderes. Und dann diesen Ring, den ich auch sehr cool finde von der Optik her. Und der ist aber aus echtem Silber. Der ist aus 925er Silber. Wie ich finde, ein sehr schöner Ring, aber auch total clean. Passt nicht über irgendeinen Finger von mir. Ja. Das war's mit dem Schmuck. Kommen wir mal zu dieser extrem coolen Münze. Das ist die älteste Münze, die ich jemals gefunden habe. Das ist ein Kreuzer. Und zwar aus Silber. Von 1718. Und laut Internetrecherche, ich werde euch mal ein Vergleichsbild einblenden, weil die ja auch wieder so ein bisschen schmutzig ist hier. Laut Internetrecherche ist das ein Montfort Grafschaft Anton der Jüngere Kreuzer von 1718. Und wie ich finde, ein sehr cooler, besonderer Fund. Die älteste Münze, die ich jemals gefunden habe. Ich habe schon Münzen von 1800 gefunden oder von 1700, was weiß ich was. Aber nicht von 1718. Ja. Das war dann auch mit den Funden und mit dem Video. Im nächsten Sondervideo werdet ihr garantiert mehr Aufnahmen von der Natur und vom Sondeln sehen. Aber ich wollte euch natürlich trotzdem nicht die Aufnahmen vorenthalten, die entstanden sind, die paar, und natürlich auch die Funde nicht. Deswegen habe ich da jetzt einfach mal ein längeres Fundzusammenfassungsvideo draus gemacht. Besser als gar kein Video. Und nächstes Sondervideo wird wieder richtig mit Live-Grabungen im Wald sein. Bis zum nächsten Mal.